So, automatisches Speichern, schön. Es ist schon wieder Nacht. Immer wenn wir rauskommen irgendwo, ist es Nacht. Immer. Wenn der Jetzt, Mann hier. ich Ach, habe die hier kennen wir einige doch. gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Wieder mal hier. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Benito in seinem Laden auf. Ja, wir suchen Etwas irgendwen in Gutes irgendeinem kann ich Laden leider auf hier. gebrauchen, Ja. aber seine Ware ist nicht gut. So. Ach so, Moment. Wir könnten gerade mal unseren Krempel, den wir hier bekommen haben, wieder verkaufen. So, 8 Stunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und go! So, dann gehen wir einmal, da gehen wir nicht Ich rein, verbringe das viel ist, was ist Zeit das? an den Keine Ahnung, hier Museen, auch nicht. damit ich Da meine gehen wir rein. Kaufmannshandlanger Ach scheiße, ist immer noch helfen abgeschlossen. Dann chillen wir eben noch eine Stunde. Immer noch kann. abgeschlossen. Chillen wir eben noch 2 Stunden. So, das muss dann aber auch reichen. Oh, noch 2 Stunden. So, dann kann er noch nicht schlafen. Drei Stunden. Ja, wann wird denn hier mal hell? Jetzt kann ich ja. So, wahrscheinlich einfach nur, weil ich die ganze Zeit drauf geguckt habe. Super. So. Wenn er wieder Geld hat, was ich doch mal schwer hoffe, wäre ein bisschen dumm, wenn er kein Geld mehr hat. Alles steht. Für manche ist es Ramsch. Ja. Für mich sind es Schätze. Scheiße. Kein Geld. Ja, den können wir verkaufen. Super. Den schon nicht mehr, das auch nicht. Toll, Bekleidung. Nee, den kann er nicht bezahlen, kann er auch nicht bezahlen. Den kann er bezahlen. Bitte kommt wieder. Schön. Der hat kein Geld mehr. Ach, hi, Farkas. Okay, das ist schade, dass der kein Geld mehr hat. Diesmal setzen wir auf Gesundheit und auf einhändig. Wieder das hier. Geht das nicht, oder was? Ja, das ist doch interessant. Dann verbrauchen wir weniger Ausdauer, das ist doch gut. So, und dann müssen wir da hinten hin zu den Gefährten. Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich umlege. Lass sie nur kommen. Oh, da steht ja schon jemand davor. Keine Wir Ahnung, was haben ist. schon auf eure Rückkehr gewartet. Weshalb habt ihr auf mich gewartet? Kommt, folgt mir. Alles klar. Folge Wilkas und Farkas dem auch. So. Oh, Versammlung. Brüder und Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihm stehen, auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Er ist bereit, das Blut seiner Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ich würde als Erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Metalle in seinen Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Sein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den Tagen ferner grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So So soll es sein. es sein. Nichts Nun, ist wahr, Junge, ihr alles ist gehört erlaubt. jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Das fragen wir hier mal, Kotlak Weißmähne. Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden.
Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Askar fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen. Und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können. Stimmt es, dass die Gefährten Werwölfe sind? Wie ich sehe, hat man euch verfrüht in einige Geheimnisse eingeweiht. Macht nichts. Ja, es ist wahr. Das trifft aber nicht auf alle Gefährten zu. Nur durch die Mitglieder des Zirkels strömt das Bestienblut. Einige finden daran größeren Gefallen als andere. Was mit dir? Nun, ich werde alt. Mein Geist blickt zum Horizont. Nach Sovngarde. Aber ich fürchte, dass Shor einem Tier nicht die gleiche Ehre zuteillassen wird, wie einem wahren Krieger der Nord. Das Leben als Bestie zieht unsere Seelen zum dädrischen Fürsten Hircine. Einige mögen ja eine Ewigkeit in seinen Jagdgründen bevorzugen. Ich aber sehne mich nach der Kameradschaft von Sovngarde. Hofft ihr euch selbst zu heilen? Ja, aber das ist nicht einfach. Aber ihr müsst euch nicht mit den Sorgen eines alten Kriegers belasten. Heute werden wir eure Tapferkeit feiern. Und sprecht mit Eorlund, wenn ihr eine bessere Waffe haben wollt als... was auch immer das ist. Ein Streitkolben ist das. Mit wem müssen wir da reden? Mit dem Schmied wahrscheinlich, da oben dem. Gehen wir mal zu dem. Der müsste ja dann eigentlich was Besseres für uns haben. Wo ist der? Ach, da ist er ja. Ja, der heißt auch so. Mir wurde gesagt, dass ihr eine Waffe für mich habt. Ja, ihr gehört nun zu den Gefährten, wie ich höre. Ich kann jede beliebige Waffe für euch fertigen. Vor euch seht ihr die beste Schmiede in ganz Himmelsrand. Ich hätte gerne ein Schwert, ich hätte gerne einen Dolch, ich hätte gerne eine Streitaxt, ich hätte gerne einen Zweihänder, ich hätte gerne eine Kriegsaxt, ich hätte gerne ein Schwert. Eine Klinge. Sie wird so scharf sein wie Fralias Zunge. Vielen Dank. Schwert des Himmels bla 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 hinzugefügt. Wo ist es? Schwert des Himmels schmieden Stahls. Naja. Ist zwar macht 2 Schadenspunkte mehr als unsere Waffe, aber das reicht ja. Hübsche Schmiede habt ihr hier. Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Erzählt mir was über euch. Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied. Das sieht doch jeder Dorftrottel. Naja, schon. Wer sind die Gefährten? Bei Ismirs Bart. Mir steht nicht der Sinn nach Scherzen. Ihr wisst, wer die Gefährten sind. Hört mit der Fragerei auf. Ja, nicht so gesprächig, dann